Wir haben Bewegungsangebote konzipiert und sind gerade dabei, weitere Akteure für unser Netzwerk zu gewinnen. Und wollen unser Bewegungsnetzwerk Marzahn-Hellersdorf noch bekannter machen. Dass wir Bewegung in den Bezirk Marzahn-Hellersdorf bekommen. Dass wir rausgehen können mit unseren Bewegungsangeboten, die wir schon jetzt über mehrere Monate planen. Dass es bald wieder warm wird und wir mit Sport im Park beginnen können. Allen unseren Sportangeboten starten können, gleich wie sie aussehen, ob es Turniere sind, Fußball, Leichtathletik, Basketball, was auch immer. Wir haben zum Beispiel jetzt geplant die Aktivwoche im August. Wir haben Online-Angebote für die Kids konzipiert. Ich hoffe, dass wir unseren Sportaktionstag in Form der Stundenläufe stattfinden lassen dürfen, was am 28.08. diesen Jahres geplant ist. Ja, also verschiedenste Maßnahmen in der Aktivwoche der Generationen. Das ist insgesamt vom 16.08. bis 29.08. Dass es jetzt endlich wieder ein bisschen wärmer wird und wir raus können. Dass die Impfkampagne endlich Schwung aufnimmt. Sehr viele Akteure dabei sind und wir hoffentlich ein sehr gutes Bewegungsangebot schaffen können. Dass es, wenn man darüber nachdenkt, viele Möglichkeiten gibt, draußen zusammen mit Freunden, aber auch mit der Familie Dinge zu unternehmen. Man muss es nur machen. Wir sind das Bewegungsnetzwerk.